Unser Dabei-Team war diesmal beim 11. Frühlingsfest in Glanhofen bei Feldkirchen. Das Besondere dabei, der Erlös kommt der Kärntner Kinderkrebshilfe zugute. Davor ging es für Gundi Petschnig aber noch zu den Kulturfestspielen nach Bad Kleinkirchheim. Das Hotel Ronacher ist der Festspielort. Mitten in den Wellnessoasen trifft man Publikumslieblinge wie Werner Schneider oder Helmut Lohner. Nachdem die ersten Kulturgastspiele hier im Thermenhotel so gut angenommen wurden, hat sich die Initiatorin Simone Ronacher entschlossen, jedes Jahr in der Vorsaison große Künstler einzuladen. Wenn man sich selber so richtig für einen Narren hält, dann maust sich der Geist doch insoweit heraus, dass er fähig ist, wieder eine Achsenumdrehung dieser Erde zu verknusen. Ja, es ist wunderschön. Wir haben uns überlegt, was könnte denn zum Ronacher passen, außer dem Heilwasser und der guten Kulinarik. Und da passt das K für Kultur. Und die Gäste nehmen es an und so viele Kärntnerinnen und Kärntner kommen. Und ich glaube, wir haben ein vielgestaltetes Programm. Und das ist auch wichtig, dass man also vom Kabarettisten von Gernot bis zum österreichischen Equilibristen Thomas Bernhard mit diesem großartigen Uli Mattes einen Riesenbogen hat. Ich finde das wunderbar, dass man hier beste Kolleginnen und Kollegen trifft, die interessante Sachen machen. Es ist ja nicht nur so, dass ich mich auf meinen eigenen Auftritt jeweils freue, sondern auch auf ein paar andere Abende. Also da kann man doch nicht Nein sagen auf so eine Einladung. Naja, und so fahrt man mal und lernt im Sommer vom Blick her ein wunderschönes Skigebiet kennen. Letztes Jahr haben wir auch die Familie Ronacher kennengelernt und der Maximilian und ich, wir haben sie gleich lieben gelernt. Und der Maximilian hat gesagt, das ist das liebste und schönste Hotel, da kommen wir immer wieder. Und wir hatten ja auch vor, unsere Flitterwochen hier zu verbringen noch. Aber das ist sich leider nicht ausgegangen und jetzt bin ich halt alleine hier. Die Kulturgastspiele im Thermenhotel Ronacher gibt es noch bis 6. Juli.